Bist du schon sehr aufgeregt? Du kannst dich da vorne hinsetzen, da ist ein Platz frei. Liebe Klasse, wir haben eine neue Schülerin. Tina, komm doch mal kurz nach vorne. Also, Klasse Tina, Tina Klasse, stell dich doch noch kurz in eigenen Worten vor. Hallo, ich bin Tina und ich bin 13 Jahre alt und komme aus Cottbus. Ja, danke schön, dann kannst du dich dort wieder hinsetzen, ne? Und wir machen dort weiter, wo wir gestern in Englisch aufgehört haben. Bücher auf, los! Dort hin. Leonie, kommst du mal bitte? Was ist? Können wir von der Neuen die Handynummer kriegen? Warum? Um sie halt bei zum Klassenchat hinzuzufügen. Die ist doch jetzt die Neue, die gehört doch jetzt mit dazu. Ja. No, muss rein da. Gemeinschaft. Ja, okay, ich habe hier die Handynummer schon lange, also hier könnt ihr haben. Ja. Gut, danke schön. Ciao. Tschüss. Ey, ist da was? Wolf, ich schicke mal ein SMS an die Neue. Ja, okay. Was soll ich denn schreiben? Hey, du Stockecke mit den Enden. Das ist mein Leben. Hey. Das ist wirklich geil, Mann. Eine Ziehzuhörerin, ja. Eine Zauberin, ja. Okay, gesendet. Wenn du morgen in die Schule kommst, erlebst du dein blaues Wunder. So, wir machen jetzt die Übung, dafür brauchen wir die ganze Tafelseite. Was ist denn hier los? Der Stock in die Tina. Kann ich bitte auf die Toilette? Klar, hallo. Handy weg. Das gibt's ja wohl nicht. So, für euch bedeutet das jetzt Workbook Seite 27. Ich sammle das ein. Mensch, Tina, was ist denn nur los? Bist du geärgert? Ich kann das erklären. Hm? Also, es läuft so ab. Die Jungs haben mich heute gefragt, ob sie die Handynummer von ihr haben wollten, sie in den Klassenchat hinzufügen wollten. Und dann habe ich halt im Unterricht gemerkt, dass sie das halt gekichert haben, gelacht haben und Handy draußen hatten und gefilmt haben. Und das mit der Tafel. Warum? Weil sie stottert. Du darfst, Lukas. Entschuldigung, Tina, dass ich dich Stockente genannt habe. Das mit der SMS und dem Anruf, das war richtig kacke von mir. Hätte ich machen sollen. Ja, das war wirklich dumm von uns. Und wir werden es nicht noch einmal machen. Ja, das war scheiße, das war dumm. Das war sehr dumm von uns. Tut uns leid. Entschuldigung. Okay, Entschuldigung angenommen.